Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Obwohl ich leider immer noch wie ein Bekloppter am Husten bin, wollte ich euch dennoch nach eurer Meinung fragen. Denn obwohl ich noch nicht wirklich wieder imstande bin, richtig aufzunehmen, habe ich über ein paar Veränderungen nachgedacht, jetzt wo ich im Netzwerk von GameStar aufgenommen wurde. Und da fiel mir eine Sache auf, und zwar mein Wasserzeichen. Ich benutze ja schon seit ungefähr 2 Jahren hier mein Wasserzeichen in meinen Folgen, wenn ich das hier kurz demonstrieren darf. Das Wasserzeichen taucht immer nach dem Intro auf und sieht dann ungefähr so aus. Bei Star Wars ist das dann, glaube ich, oben rechts. Und jetzt, da ich hier ja Partner bei GameStar bin, ist es mir möglich, wie so eine Art Werbung für meinen eigenen Kanal bei meinen Videos zu machen. Und zwar taucht dann hier so eine Anmerkung auf. Ihr seht es hier, kann ich hier nach oben rechts hin tun. Die ist hier. Dort taucht mal mein Profilbild auf. Und da wollte ich eine Umfrage starten, um eure Meinung zu erfahren. Denn ohne eure Meinung und euer Feedback zu dem, was ich mache, kann ich mich nicht wirklich weiterentwickeln. Deswegen freut es mich auch so schon immer, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt. Also, schreibt mir doch mal hier, ob ich mein Wasserzeichen in den Videos so lassen soll oder es ganz weglassen soll, weil das ja auch manchmal so ein bisschen stört. Ich muss ja mit dem Interface manchmal schauen bei Dragon Age 2. Da habe ich das ja auch ganz komisch gelöst. Da habe ich ja jetzt hier, da das Interface so beknackt ist und im Gegensatz zu anderen Rollenspielen einfach hier oben links die Ecke frei ist, musste ich mein Zeichen hier hin tun, obwohl ja das Symbol nach links guckt. Deswegen ist das schon ein bisschen kacke. Und wenn ich das spiegeln würde, sehe mein Gesicht, also mein Ameisengesicht, schon ein bisschen beknackt aus. Und ja, da wollte ich euch fragen, ob ich das so lassen soll, hier mit dem als Anmerkung da lassen, weil man kann das ja auch noch wegmachen hier. Einfach hier auf Anmerkung deaktivieren, klicken, dann ist das weg hier. Tja, ist vielleicht ein bisschen angenehmer für euch. Deswegen dachte ich mal, frage ich euch das mal. Oder ich habe noch eine andere Möglichkeit. Mein Kollege Marv zockt, also Marv, hat das sehr schön gelöst bei seinen Videos. Nimmt er einfach Marv zockt, also sein eigenes Symbol, das eher so eine Art Schrift ist, und tut das ganz unten rechts oder oben rechts manchmal auch hin. Und das fällt einem manchmal gar nicht auf, wenn ihr das hier seht. Meine Maus hier, dort unten ist sein Symbol. Jedoch hat er das auch auf seinem Kanal, glaube ich. Moment, ich glaube, ja, hier oben auf seinem Kanal hat er das, diesen Schriftzug. Deswegen dachte ich mir mal, habe ich mal überlegt, irgendwas hast du doch sicher auch. Sowas ähnliches. Und dann fiel mir auf, ja klar, ich habe hier mein Endking-Symbol. Das, Moment, muss ich mal hier ein bisschen was verschieben. Das, konnte man vielleicht bei meinem alten Kanalhintergrund besser sehen. Mein Schriftzug Endking Number One in so einer speziellen Schrift. Das könnte ich vielleicht mal machen. Aber das wäre dann ja ein bisschen geklaut von Marv. Deswegen weiß ich nicht, ob das so okay wäre. Ja, wenn ihr das vielleicht cool fändet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr denkt, nee, das ist ja total scheiße geklaut. Obwohl, naja, geklaut, weiß ich nicht. Ich will halt irgendwas über meine Videos machen, dass jeder weiß, aha, das hat der Endking gemacht, kein Problem. Das ist aber schon mal so eine Anmerkung, die kann man ja immer wieder deaktivieren wollen. Deswegen benutze ich das ja auch schon die ganzen Jahre hier, meine Fresse hier, mein Ameisenkopf so. Und ja, ich würde mich halt über einen Kommentar freuen, über, ja, was ihr dazu denkt von dem Thema. Und dann, ja, wenn wir jetzt schon hier beim Kanaldesign sind, das wird auch noch ein bisschen geändert. Banner kommt hier auch noch hin. Die Leute bei Valve Designs arbeiten da schön dran. Die haben da ja hinten ein Händchen für, wie man es ja auch schon in diesem schönen Kanaldesign sieht. Und die Musik, die ihr im Hintergrund hört, die ist dann von DJ Hellout. Oh ja, und mein guter Kollege Hellout 1986, der macht momentan auch ein bisschen was in Sachen Musik. Und ja, das, was dabei rauskommt, ist schon nicht schlecht. Damit kann man schon gut abzappeln oder schön entspannen, je nachdem. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal auf Abonnieren klicken. Ich werde es auf jeden Fall machen hier, weil das, was er hier vollbringt, ist richtig nice, auf jeden Fall. Ja, und für die, die sich fragen, wann die nächsten Videos kommen, werde ich euch auf Facebook auf dem Laufenden halten, weil ich halt nie genau weiß, was los ist. Ich habe gerade vor der Aufnahme hier was gegen Reizhusten genommen, deswegen geht das gerade noch so, aber ich spüre die ganze Zeit, dass ich wieder fast am Abhusten bin. Ja, wie gesagt, ich halte euch auf Facebook am Laufenden und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende
und einen schönen Start in die neue Woche. Ja, bis dann. Ciao.